So, liebe Freunde, wir sind unterwegs auf Mallorca und zwar zum ganz besonderen Ort, zur Boris Becker Finca, zur verfallenen Boris Becker Finca. Ich bin gespannt, es heißt, er hat ein ganz großes Ding gehabt, das mittlerweile verfallen wird, das verfallen ist und in dem heutzutage Obdachlose leben. Guck dir die Straße an hier. Wie ist denn der hier früher mit dem Porsche und mit dem Lamborghini gefahren? Das gibt's doch gar nicht. Wie geht das? Das Schöne ist, Olli, einer der Obdachlosen, der heute auf dieser Finca lebt, hat sich mit mir über seinen Stiefsohn in Verbindung gesetzt, weil der Stiefsohn Follower von mir ist. Grüße gehen raus an dich, mein Junge. Du hast es möglich gemacht. Wir sind gespannt, wie das gleich da aussieht. Die Jungs wissen Bescheid und wir werden ans Tor fahren und dann werden die uns da hoffentlich abholen. Wann war Boris das letzte Mal hier? Ist das schwarze Tor? Ja, aber die haben gemeint, ich soll das schwarze Tor einfach. Soll ich mitkommen, oder? Ich mach auf. Ist offen! Welcome to Boris Becker Finca World! Hier ist das Ding, Freunde! Wir kommen hier nie wieder raus. Also das ist komplett fernab von jeglicher Zivilisation, wo der hier ein Haus gebaut hat. Fernab von allem. Aber die Bäume und die... Und Schaf! Auf der Straße. Renn! Mach langsam, Junge. Nach einer Stunde durch die Felder und fast 3 Ziegen überfahren, glaube ich, dass wir jetzt da sind. Das heilige Tor. Der Finca von Boris Becker. Achtung, Privatgelände. Terminabsprache. Guck mal, was hier steht. Hasi. Achtung, Privatgelände, Terminabsprache, Bauchi, Hasel oder Nadine. Ohne Zusage kein Eintritt. Auf dem Gelände bitte Respekt für die hier lebenden Menschen und Tiere. Tor mit Schlosscode öffnen, nach Durchfahrt sicher schließen. Freilaufende Hunde und Pferde. Das sind sie. Ach, hier ist eine Klingel, Hasi. Da kommt doch schon einer. Kommt da jemand? Ja, klar. Da ist er doch. Olli, bist du's? Der Olli. Bist du's? So, Leute, die Gastfreundschaft. Unglaublich, muss ich an der Stelle sagen. Die Leute leben hier, wir haben gerade die Gästehäuser gesehen, haben hier eine Cola gekriegt. Ihr lebt hier quasi fernab von der Zivilisation. Ne? Genau. Und das ist das, worauf ihr auch Lust habt. Ne? Haben wir Lust drauf, reparieren was, erhalten Lebensraum und wollen hier einfach leben und uns schön haben. Jetzt sind wir hier in deinem, du hast einen selbstgebauten Ofen hier. Ja. Das war früher mal, was für ein Zimmer hier von Boris Becker? Das war mit wohl ein Gästezimmer und der Gärtner von Boris Becker hat hier noch 3 Jahre drin gelebt, nachdem Boris Becker hier weg war. Der hat hier drin gehaust noch, ne? Ja. Seit wann ist Boris Becker hier weg? Hast du uns mal so ein paar über Fakten gegeben? Seit über zehn Jahren weg. Ja, die Geschichten, ey Boris, ich würde ja auch gerne mal wissen hier. Ist das noch deins? Ist es gar nicht mehr hier? Es wird so viel spekuliert und sowas. Weiß niemand, ne? Genau. Ja, aber für euch ist schön, ihr wollt einfach eure Ruhe haben, genau, und hier am Start sein. Wir halten das, muss verdienen, das gehört ja auch gut sein, weil ansonsten zerfällt es noch mehr. Ja. Aber wirklich, also ich muss ehrlich sagen, den wirklichen Zerfall sehe ich nicht. Aber dieses Grundstück, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie groß das hier ist. Wie groß ist das hier alles? Das ist 22 Hektar. Wir waren nicht mal im Haupthaus. Ich war noch nicht mal im Haupthaus, nirgends. Also von einer bis zum dem Ende ist 20 Minuten und von da bis da halbe Stunde. Und wie ist Boris hier mit seinem Ferrari reingekommen? Gar nicht, ne? Gar nicht, mit dem Hubschrauber kam der. Mit dem Hubschrauber ist er gekommen. Ich weiß doch, dass hier Poker-Events und sowas gemacht wurden bei Boris oben. German High Roller, viele wurde hier aufgezeichnet. Und der ist gar nicht mit dem Auto hier hochgekommen. Und ihn können wir auch, du bist doch, dich können wir auch kurz. Ich könnte auch kurz. Da ist er. Ja. Durch ihn kam der Kontakt, Olli, weil deine Freundin, der Sohn, ja, den Kontakt hergestellt hat und mein Sohn dann auch nochmal gesagt hat, mach das. Mach das mit Knossi, ey. Grüße gehen raus an den, wie heißt er? An Mika und an Sean alias Safe Client. So ist es, Grüße gehen raus. Ey, danke, dass ihr, ey, unglaubliche Geschichte. Ich wollte hier hin, Leute hatten auch Bock und dann meldest du dich bei mir über den Sohn. Geile Nummer. Das ist schon Premium hier, was der hier hat. Da ist schon Premium. Jetzt gehen wir rüber, oder was? Zum Tennisplatz? Geil. Dimpleton nennen sie ihn. Dimpleton. Alter, aber das ist... Leck mich am Arsch, das ist ja mega, oder nicht? Aber ganz ehrlich, der sieht aus... Also, der sieht ja brandneu aus. Und das macht ihr aber auch. Ihr kümmert euch dann auch um das ganze Anwesen, ne? Das Netz haben wir gespannt, das war nicht da. Das Netz war nicht da? Das war eine Spende, die haben wir bekommen und wir haben es auch gespannt. Das Netz habt ihr, ach echt? Ja. Okay, wow. Leute, der Basketballplatz von Boris Becker. Der Tennisplatz. Der echte Schläger, mit dem hat Boris Becker Wimbledon gewonnen. 85, 86, 87 auch. Und ich heute hier am Start.
Hasi, das wird rausgeschnitten. Schoki, du machst einen schönen Ballwechsel jetzt gleich, wenn wir einen hingekriegt haben. Den schneidest du rein, Schoki. Übrigens, mein Lieber, die Tennisschläger im Haupthaus noch übrig geblieben von Boris Becker. Wir gehen jetzt schon mal ins Haupthaus. Aber ey, schon mal geil. Die Gästehäuser haben wir gesehen. Wie viele Leute leben jetzt aktuell hier? 9 Leute, die hier leben. Und ey, so wie ihr aussieht, ist das Leben aber really good, really nice. Also, gibt es irgendetwas, was ihr noch braucht oder so, damit ihr hier wirklich eure Ruhe habt? Gibt es irgendwie noch Unklarheiten? Das unbegrenzte Nutzungsrecht von Boris Becker für dieses Grundstück. Dann ist alles schon. Auf Lebenszeit. Boris, hast du gehört? Mach doch hier nicht rum da. Nein, die Banken haben bis jetzt, das tollste Ding, was ich gesehen habe, das Ding ist für 10 Millionen drin. Letztes Jahr war es für 15. Und zwar sind da uralte Fotos drin von Häusern, die sie vor 15 Jahren ausgesehen haben. Ja. Vom Pool, wie er wunderschön ist. Ja. Das habe ich mal gelesen, dass irgendwie so ein Fachexperte, so ein Immobilienfritz gesagt hat, allerhöchstens 2, wenn überhaupt. Da muss er erst. Ja, das war Remus. Ja, Remus hat es für 15 Millionen drin gehabt. Oder echt? Dann 12,5. Ich würde es nehmen. Du würdest dich freuen, wenn Boris hier nochmal ankommen würde, ne? Ja, ist auf jeden Fall mal eine schöne Sache. Also ich sag mal, ist ja sein Grundstück. Ne? Und so ja. Könnte man das auch vielleicht mal mit ihm gemeinsam erklären hier. Ja. Ne? Wenn er überhaupt noch der Eigentümer ist. Ne? Hier haben wir jetzt Wasser von oben nach unten verlegt, damit wir sogar selber Wasser vom Grundstück zapfen können. Ne? Wow. Das war nur mit Grundstücken vom Grundstück, bis da runter. Das habt ihr alles gemacht? Das habt ihr alles selber verlegt? Das haben wir alles hier gefunden, den ganzen Schlauch, den haben wir nichts gekauft. Oder wir haben zusammengeklickt mit allem, was wir hatten und dann. Wow. Und da sammeln wir jetzt Plastik vom Grundstück ein, ne, was hier überall verteilt ist. Wow, was ist das hier? Ist das hier? Das ist der Heizungsraum. Da ist aber noch was drin, das ist noch von da alles, ne? Das ist noch von da, das haben sie noch nicht geplündert. Und auf hinten ist noch so ein Ding. Da sind 2 Schiffsmotoren drin, ja. Ein Dampfer. Ja? Mit denen hat er jeden Tag 150 Liter Diesel verblasen, wow. Weil hier Fußbodenheizung eigentlich überall war. Das ist noch gar nichts, da hinten ist noch viel krasser. Mit den Maschinen kannst du aber auch nichts mehr anfangen jetzt, ne? Die Dieselmotoren würden schon noch gehen. Also ich schätze schon, dass man da für eine so 200.000 bekommen könnte. Aber wir verkaufen ja nichts hier oder sowas, ja? Das gehört uns ja nicht. Was ist das hier für ein... Das ist einfach nur das... Das ist eine Banane. Das ist eine Banane, Freunde. Das Haus, das hat der Opa vom Nachbarn gebaut, hat er uns erzählt. Das war das Einzige, was hier schon stand, bevor Boris Becker kam. Der hat das hier halt alles gebaut. Ne? Er hat das hier alles gebaut. Das ist der große Raum hier, oder was? Das Wohnzimmer, oder was? Hier ist der Pokerraum. Ah, hier wurde gepokert. Schau, da sind noch die Möbel drin und so. Ah ja, guck dir das an. Da sind noch die Möbel am Start hier. Ja, ja, hier wurde gepokert. Na, ist doch top, oder nicht? Man sieht auch zum Beispiel... Die Wände da ist da. Ja. Da sind angeblich Marokkaner gekommen und die haben das alles Handarbeit. Ne? Oh, Hasi! Alles Handarbeit, ne? Aber die Küche, da benutzt ihr gar nichts mehr, ne? Nee, geht da nicht. Also wir machen mit Gas den Herd da halt, mit Gas. Ne? Weil wir haben keinen Gas und Strom hier. Das sind noch die Geräte. Ist zwar in Arbeit, ein Freund von mir baut eine Solaranlage, womit man sogar die Mikrowelle und den Kühlschrank betreiben kann, ist aber noch nicht fertig. Aber. So lange ist er. Ja, ja, aber. Mein Lieber. Hey, Firma Asi, Firma Gaggenau, weißt du, was das kostet, so eine Platte? Ja, da muss man sagen, den Bobbele Geschmack hat er, ne? Das hat man schon an den Frauen gesehen. Geschmack hat er, das ist klar. Auch ne, der ganze Boden. Wow. Dann hier der ganze Rand einmal ringsherum. Das und dann ist die Decke. Der Schrank war auch schon da. Ja, das der ist auch von mir. Und der Schrank ist auch noch. Ja. Oh, aber weißt du, was das für ein Möbelstück ist? Ja. Wow. Auch der Boden. Ja. Also da hat er. Jedes kleine Stück einzeln. Jedes kleine Stück einzeln. Ja. Mit der Hand eingearbeitet. Genau.
Genau. Das sind aber einige schon weg. Aber das sind einzelne Platten, die einzeln bemalt wurden und dann aneinander gesetzt wurden. Ah, ist das krank. Also Geschmack, da hat er aber nicht gespart, das muss man schon. Und es kommt ja euch wieder zugute, ne? Das ist doch das Schöne. Der Schrank ist der Wahnsinn. Der Schrank ist der Vollwahnsinn. Was willst du haben dafür? Mach Preis. Mein Cousin hat gesagt, wir verkaufen das nicht, weil es nicht uns gehört. Ach so. Mein Cousin hat gesagt, das Ding hat mindestens 10.000 Euro gekostet. Der kennt sich mit sowas aus. Daran sieht man, dass noch nicht so viel geplündert wurde, weil das wäre der sicher weg gewesen, die draußen auch. Ne? Ja, ja, was ist noch da geblieben? Die Regale da draußen. Pokertisch nicht, oder was? Leider nicht. Die ganze Küche, natürlich, ja, ja. Das hätten sie auch blindern können. Ne? Ja, ja, klar. Jetzt können wir mal zum Pool drunter gehen. Was war in dem Raum früher, wisst ihr nicht, ja? Die hier. Ja. Ich glaube, hier hängen diese große Glocke, war die unten. Die unten ist, ja genau, die können wir, wenn die da hängen, wenn das, ich weiß nicht genau. Ist das hier Zellentrakt oder was? Was ist das hier? Das ist. Da oben sind auch noch Schlafräume. Also da wollte ich denken, das ist zu, die ist gerade nicht da. Im Wohnraum? Im Wohnraum? Ähnlich wie meins unten. Und ja. Das ist das Poolhaus. Hasi, wir gehen zum Pool. Aber alles marokkanischer Stil, so alles gebaut. Auch da unten wieder. Toll gemacht. Guck dir den Pool an. Hasi. Wahnsinn, ja. Und hier? Hier ist das offizielle Wohnhaus, ne? Ja, das war das einzige Haus, was vor Boris Becker schon da war. Wer ist da jetzt drin? Da wohnt Bauchi. Da wohnt Bauchi drin. Ja. Ist der nicht da? Der wird wahrscheinlich pennen, da können wir auch gerade nicht rein. Was willst du denn hier machen? Wollte Boris Becker nochmal irgendwie Franziska von Almsig übertrumpfen oder was? Wahrscheinlich. Oder was hat er? Was hast du dir denn dabei gedacht? Das ist der größte private Pool Mallorcas. Mit 350.000 Liter Fassungsvermögen. Leck mich doch am Schnitzel. Das kann ja nicht true sein hier. Guck mal, das. Aber ey, wie könnt ihr das schöne Haus hier verfallen lassen? Macht doch was da draus. Das ist die Arena da hinten. Da ist da wollte Boris Becker U2 spielen lassen. Wirklich? Also hier wollte er ein Konzert machen mit U2, ja, wollte er. Hat er aber nicht. Hat er nicht? Ich würde Tickets kaufen, also. Boris. Boris, ich würde kommen. Ich würde Tickets holen. 1 Euro. So viel hat er von seiner Firma doch verlangt, von Goldbrand. Ja. Ich würde es sofort nehmen. Für 1 Euro hier das Grundstück, ja, ich auch. Ist das auch noch von Boris? Ja, alles. Die Tücher, alles noch da. Da schau, die Lampen und so, die hängen auch noch hier. Naja, und hier wird er wahrscheinlich. Das ist auch noch von ihm. Ja, alles. Alles, was hier steht. Jetzt ganz ehrlich, was machst du denn, wenn auf einmal am Tor, wenn die Klingel geht, Ding Dong, ich bin wieder da? Boris Becker, sag ich. Ey, geil, ich will mit der Tennis. Ja, aber was machst du? Was sagt er denn, wenn er jetzt packt er mal hier zusammen? Jetzt ist hier das kann genug. Er ja nicht, weil das Hausbesetzergesetz, das Spanische, ist ja so, wenn man 72 Stunden wo drin ist, muss man rausgeklagt werden von dem Richter. 72 Stunden, ja, zu wenig? Genau. Und das ist jetzt geändert worden, was ich auch verstehe. Und zwar haben es einen deutschen Architekten, die Gitanos, die das hier professionell machen, die gehen da rein, machen die Grundstücke leer, eben hier machen die Leitungen raus, reißen alles kaputt. Da unten ein Fernsehgerät, ja. Und da standen die Bullen davor, konnten nichts machen. Die haben sein Haus zerlegt. Jetzt ist das Gesetz geändert. Bei einer Privatperson schlägt es nicht mehr an. Ja. Aber die hier, wenn Bank, Insolvenzverwalter drauf sind, schon. Ja. Und finde ich auch gut so, weil jeder, der hier lebt, hat ein Recht auf Wohnraum. Weil hier auch so viel leer steht. Und es gibt ja wahnsinnig viele Obdachlose in Palma oder so. Und es steht hinten mehr, kannst du dir gar nicht vorstellen. Kann ich mir vorstellen. In der Gegend ohne Ende. Hast du das Gefühl, dir fehlt hier irgendwas? Oder du hast alles? Ich hab's Gefühl, ich hab alles. Ja? Ja, ich habe in Deutschland schon Häuser besetzt, weil wesentlich schlimmerer Zustand. Hast du schon, du bist schon erfahren, ne? Ja. Häuser besetzt, ne? Einfach rein. Und was war das Schlimmste, was du erlebt hast, dass dich mal einer rausgeschmissen hat? Das war eine Räumung von der Polizei. Und dann musst du gehen. Ja, so mit Straßenschlacht und so weiter. Also. Ah, ja. Ich habe inzwischen der Gewalt abgeschworen. So, du machst auch kein Hier steht ein Pferd in, was für ein schönes. Hier steht ein Pferd? Ja. Hier stehen Pferde, sind das wilde Pferde bei Boris oder was? Ja, das sind die. Warten die auch auf YouTube. Das sind die vom Gärtner von Boris Becker. Nein, was machen die hier? Ja, wir pflegen die. Der Gärtner macht einfach nichts. Kommt der nicht mehr? Ich dachte, der kommt ab und zu. Aber ich habe hier zum Beispiel mit Penicillincreme eingeschmiert und so. Ich habe mit von Pferden keine Ahnung. Hasi, pass auf, überall. Scheiße. Arabella! Ich hatte von Pferden keine Ahnung. Ja. Und jetzt ich habe Ahnung. Ja? Mach Sattel noch. Weite. Das gibt's doch gar nicht. Und die war total scheu am Anfang. Die hast du nicht anfassen können. Da musste man ganz langsam sich ernähren. Schirifa. Die sind mal weggelaufen. Und sie? Oh, guck mal. Ein weißer Schimmelhase. Ja. Und das ist die Mutter von ihr, gell? Obwohl die viel kleiner ist. Das ist die Mutter von ihr. Hallo, Schatzi. Kann doch nicht sein.
Das ist die Mutter, von, Mutter ihr. Von ihr. Wie heißt die? Ach, sind die süß. Aber sind gut gepflegt? Ruby heißt die. Aber sind gut gepflegt? Ja, ja, das machen wir. Das sind die Pferde von... Aber hat die, die waren ja früher nicht da. Hat der Gärtner die einfach hier abgestellt oder was? Gehen die Meinungen auseinander. Also sie, habe ich zuerst gehört, war bei Boris Becker schon da. Ja? Das habe ich aber gehört, stimmt nicht, ist vom Gärtner alles. Wenn sie reden könnte, ne? Ja. Die ist halt schon steinalt, ich weiß nicht genau wie alt. Und sie ist jetzt 4 Jahre, glaube ich. Ja? Wow. Hamburg! Hier wäre es hätte stattgefunden. Ich sehe es. Sag ganz ehrlich, siehst du es auch? Wenn sie hier stehen, großes Konzert. Wow. Lass uns das nachholen. Ja, warum nicht? Holen wir halt die Flippers oder jemand anderen. Ich will das Schwimmbecken an. Das so viel Wasser kriegt wieder gar nicht rein. Wasser schon? Ja. Aber war das sauber klar? Ja, wir haben klar, das Wasser reingeleitet, ist war klar. Seit der Katastrophe ist es so wie jetzt wieder. Aber es ist ja Grundwasser, was ihr reingefüllt habt. Grundwasser? Das wird immer braun. Nee, nee, das war richtig hell. Wie lange? 3 Monate. Wow. Das war der ganze Schlamm. Wir waren auch, die Frösche haben sich jetzt alle nach hinten verpisst, weil wahrscheinlich kein Sauerstoff mehr drin ist. Und wir lassen das da Wasser. Da sind Frösche. Auch. Ja, okay. Gut, es waren aber viel mehr. Du hast reingeguckt, aber alles voll Kaulquappen. Und wir lassen es hinten gerade ab. Das Problem ist, du musst jeden Tag mit dem Schrubber das Ablassding sauber machen, damit das Wasser abläuft. Ne? Meine Güte, aber jetzt sieht man mal, wann würdest du sagen, war der Pool das letzte Mal, wann sah der noch gut aus, wann sah der wirklich aus? Letztes Jahr war der, pass auf, bis hier erfolgt. Aber wie die Fliesen auch einfach abbröseln und sowas, ja, ne? Ja, ja. Die haben wir sogar mit Hand zum Teil hingeklebt wieder. Aber die Fliesen, haben wir gemerkt, ist gar nicht so wichtig, der bleibt trotzdem voll. Wow. Also wir haben auch schon eine Osmoseanlage angeschlossen gehabt, dass das Wasser sauber macht. Hat aber nicht geklappt, weil es zu versifft war. Also müssen wir es ablassen und neu befüllen. Leck mich am Arsch. Boris, hast du das alles genutzt oder was? Wie oft warst du denn hier? 3 Mal? Ja, sowas. Ein türkisches Bad, wirklich, Hasi. Hier ist ein türkisches Bad drin. Hier ist ein Ruinenbad. Geht die Sonne? Das gibt's doch gar nicht. Wow. Aber was meinst du als das? Ob war das jemals in Betrieb? Wisst ihr das, ob das jemals in Betrieb war? Ich weiß es nicht. Ob das jemals in Betrieb war. Also ich habe... Noch mal duschen, ein letztes Mal. Das ist zum Beispiel die Kamine. Die Kamine war nicht hier gewesen. Die Kamine, da habe ich reingeguckt. Da war keine schwarze Wolke drin. Die habe ich in Betrieb genommen. Die war noch nie benutzt. Die war noch nie benutzt. Die Gäste auch doch, das war wahr. Wann hat das Haus, wann wurde das hier gebaut? 2009, glaube ich. Vor 15 Jahren. Da war nicht mal. War das Barbara Brigant? Echt? Also auf der Kiste steht es drauf. Kann ich dir nachher zeigen. Muss nur außen rumgehen. Tür ist zu. Oh. Das war der Fitnessraum hier. Ja, klar war das der Fitnessraum. Spiel dabei, hier ist er morgens. Da schütteln wir ein bisschen. Bisschen gepumpt, ne? Morgens am Ey. Das ist auch alles noch von ihm. Ne? Ja, ja. Crazy. Aber warum ist das Ding so zerstört? Keine Ahnung, das ist viel, also wir sagen, das ist der zerstörteste Bereich. Den ist unsere Aufgabe für nächstes Jahr. Also muss echt mal ein Lob an euch aussprechen, ohne Witz. Also, dass ihr das so hier intakt haltet und das alles mit eigenen Mitteln. Ne? Also, ja. Ehrlich, es ist nicht einfach nur, Freunde, die Leute haben hier Werkzeug angeschafft. Die Leute sind hier am Machen. Ihr quasi 24/7 macht ihr hier auf dem Grundstück, was ihr könnt. Ne? Das ist einfach toll und wir gucken uns jetzt mal den Generatorraum an. Aber man hat sich auch mit der Größe, glaube ich, ein bisschen überfordert auch. Ja, ja. Wie gesagt, er hat 8 Grundstücke zusammengekauft, ist falsch beraten worden. Die hat eine Maklerin gesagt, dass er verarscht worden ist. Also von seinen Planern da, ja, total verarscht worden ist. Und das ist einfach am Arsch der Welt hier. Der wollte es als Kapitalanlage. Und der kauft es hier. Nee, das kauft keiner. Hier war englischer Rasen oder was, ne? Ja. Wie viel Liter? 70.000 Liter zur Bewässerung, daily, bei Boris Becker. Leben im Luxus. Sind noch drin, die Sprenkelanlagen. Das war hier englischer Rasen, das war hier, hier wurde gemäht. Hier hat man in 2 Kilometer Entfernung einen Mitarbeiter Unkraut jeden sehen. Ne? So ein Ding. Hier hat es keinen anderen Weg gegeben, Mensch. Hier durch die Dornen oder was? Gärtner bestellen, mein Freund. Mensch, scheiße, wo sind denn die Gärtner? Ja,
alle nicht bezahlt worden, so eine Scheiße hier. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, da hinten ist das Haupthaus. Jetzt sind wir hier, glaube ich, einen Kilometer oder zwei endlich bei den Generatorräumen angekommen. Erzähl mal was zu dem Öl, was hier ist. Also dieses Öl, in diesen verrosteten Fässern, das steht hier mindestens 10 Jahre rum. Und das ist, läuft bald aus. Ja. Ja. Und wenn wir das nicht abpumpt, wie wir tun, dann ein Liter Öl verseucht 10.000 Liter Grundwasser. Wir haben schon einige Fässer sind weg. Das sind die letzten. In einem sind 200 Liter drin. Ja. Insgesamt waren es über 1.000 Liter. Und die Pumpe haben wir gekauft für 50 Euro im Baumarkt. Pumpen das nach und nach ab, bringen das zum Wertstoffhof. Ja, ja. Damit wird die Fußbodenheizung betrieben und der ganze Stromkreislauf. Ach du grüne Neuner. Und unten ist noch eine Gasthermik. Und so ein Ding, also das ist Wahnsinn, das ist ein Schiffsmotor. Ja. Und der hat jeden Tag 150 Liter Diesel durchgeblasen. Wow. Also jeden Tag. Wie viel? 150 Liter Diesel, daily. Weil das sind, wie gesagt, sowas steht in einem Dampfer drin, so ein Teil. Naja. Und angeblich, also und das hat er jetzt hier, da sind Nachbarn und da. Das hat er genau an der Nachbargrenze gebaut. Und die haben abgekotzt, weil das hat man angeblich fast bis nach Arta gehört, das Geräusch. So laut? Ja, das macht so richtig. Das Schiffsmotor, überleg mal. Aber kommt für euch auch nicht mehr in Frage, das Ding nochmal anzuschmeißen, ne? Auf keinen Fall. Schau, das ist das Öl, was wir abgepumpt haben von den Fässern. Und das bringen wir mit unserem Auto nach und nach weg. Weil du kannst nicht auf einmal kommen und sagen, hier, ja, 1000 Liter oder so. Jungs, also muss man sagen, Respekt an die Jungs hier, die hier unten in den, zum größten Teil in den Gästehäusern leben, ne? So wie du, seit letztem Jahr Oktober, die sich da so bemühen darum und sich um das Grundstück kümmern. Ne? Denn ohne euch wäre hier, was wäre hier ohne euch? Es wäre noch mehr zerfallen, das Öl wird irgendwann ins Grundwasser laufen und es wäre noch kaputter, wird es werden. Ehrenmann. Gibt es vergleichbare Modelle? Gibt es auf der Insel nochmal Leute, die irgendwelche Finken besetzt haben und sich, sich um die Sachen bemühen? Ja, es gibt sowas. Also pass auf, es ist einmal, deswegen sind die Gesetze strenger geworden, die Gitanos, die ja die Häuser komplett systematisch ausplündern. Occupa mit C geschrieben und dann gibt es noch welche, die politischen, aber wir sind ja nicht unbedingt politisch, die schreiben sich mit K. Ja. Das sind politische Hausbesetzer und die machen auch so ja, Instandbesetzungen. Ja. Ja. Aber nicht so hauptsächlich in Städten, ja, wie Palma und sowas. Was sind das hier für Käfige? Das ist alles noch von Flak hier schon. Ja, was hat er damit gemacht? Hat der Affen gehalten oder was? Die Barbara eingesperrt. Das ist der Helikopterlandeplatz. Das ist echt nicht spektakulär. Ich dachte, ein großes Haar auf dem Boden. Das ist der Helikopterlandeplatz. Hier ist er dann gelandet, wenn hier Aufzeichnungen waren oder wenn er hier hingekommen ist. Ist es alles umzäunt nochmal ringsrum? Ja, alles umzäunt, ja. Alles. Es gibt keine Schlupflöcher oder sowas, wo Leute auf einmal hier. Ja, irgendwie... doch. Ja. Aber theoretisch gibt es das. Aber kommt keiner, ne? Nö, eigentlich nicht. Was war so das Verrückteste, was ihr hier erlebt habt? Mag ich jetzt, soll ich sagen, von der Kamera? Nee. Ist so schlimm? Oder? Sag ich ohne. Sagst du ohne Kamera? Ja. Da will ich es jetzt wissen, Freunde. Gut, dann muss ich jetzt ausmachen. Pass auf, ich sag danke fürs Zuschauen. Ey, ich will nochmal bedanken, ohne Witz. Alter, vielen Dank für diese Führung, ey, ehrlich, ohne Scheiß. Und hey, ihr könnt gerne nochmal, wenn ihr irgendwelche Wünsche äußern wollt, ja, an die Leute, dann jetzt enjoy the moment. Ja, und also, fragt mich auf, ihr könnt gerne meine Telefonnummer für Führungen veräußern. Ja? Also das heißt, wir machen hier Führung gegen Spende. Ja? Ja. Und zwar meine Telefonnummer ist 0049 175 9188 341. Wir werden das auch unten im Video nochmal verlinken, wenn ihr auf Mallorca seid. Es ist in der Nähe von Arta. Es ist schwer zu finden, ich sag's euch gleich. Ihr seid hier mitten im Wald. Ich erkläre, wie es hingeht. Das hat man schon ein paar Mal, dass die Leute das nicht finden. Und ihr wollt einfach hier weiter in Ruhe gelassen werden, ne? Und dann ist es gut, ne? Hast du noch irgendeinen Wunsch? Eigentlich nicht, nein. Also außer ich würde gerne nochmal auf den YouTube-Kanal von meinem Sohn verweisen. Safe Client, ne? Check out. Und guckt einfach mal da vorbei. Geil. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ey, war mal etwas anderes YouTube-Video. Eigentlich wollten wir hier Livestream, aber Empfang ist hier nicht so pralle. Also ist gar nicht so gut möglich, dass man hier Livestream kann. Ich sage danke fürs Zuschauen. Danke natürlich auch an Boris Becker, der das hier so schön für euch quasi schon aufgebaut hat. Wir danken ihm auch. Ohne ihn wären wir nicht hier. Und ist recht herzlich eingeladen. Und wenn du hier hinkommst, komme ich mit. Grüße gehen raus. Mallorca 2019. Danke fürs Zuschauen.